wunderhübsch, also ganz wild und zerzauselt melde ich mich dann auch mal wieder, und zwar aus Greifswald. Warum aus Greifswald? Warum nicht aus Berlin, wo ich mich doch sowieso schon ewig nicht hier auf YouTube habe blicken lassen? Naja, also man braucht manchmal so eine gewisse Motivation, um auch mal wieder was zu machen, und die ist jetzt gegeben. Denn hier in Greifswald ist morgen, also beziehungsweise heute schon, aber für mich ab morgen dann, die Deutsche Meisterschaft im Bankdrücken. Ich glaube, das bedarf ein bisschen einer kleinen Hintergrundgeschichte, weil ich mich ja nun schon länger nicht gemeldet habe. So, wer das noch nicht weiß und mich erst später irgendwie irgendwo kennengelernt hat oder aus Zufall jetzt auf dieses Video gestoßen ist, ich habe ja in der Rehabilitation nach einer sehr schweren Porphyrieattacke angefangen, Videos zu machen. Und da es mir zusehends immer besser ging, habe ich irgendwann beschlossen, jetzt auszuprobieren, wie das ist, einfach mal richtig stark zu werden. Und mein Ziel war und ist es, einfach so stark werden, wie ich kann. Denn ich weiß, wie schwach ich werden kann. Wäre ich noch schwächer geworden, würde ich dieses Video jetzt nicht mehr machen. Ja, also wollte ich die andere Seite kennenlernen. Und dafür bin ich 2019 zum ersten Mal in ein Fitnessstudio gegangen, das Berlin Strength, dessen Namen hier auch auf meinem T-Shirt steht. Und dort bin ich auch direkt geblieben, denn das war mir super sympathisch von Anfang an. Und dort habe ich dann quasi angefangen, Powerlifting-orientiert zu trainieren. Wer jetzt nicht weiß, was Powerlifting ist, man kennt es vielleicht unter dem Namen Kraft-3-Kampf. Das ist Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben, so viel wie möglich. Also im Endeffekt werden dann auch Wettkämpfe ausgetragen, und dann wird man je nach Gewicht und Alter in seiner Klasse halt quasi, kommt auf eine Platzierung dann am Ende. Und warum mache ich jetzt nicht einfach das? Warum fahre ich zur Deutschen Meisterschaft im Bankdrücken? Ja, tatsächlich wäre ich in diesem Jahr sogar noch, ja, in Anführungsstrichen stark genug gewesen, um den kompletten Kraft-3-Kampf auf deutscher Ebene zu machen, nicht nur auf Landesebene. Die Normen werden nächstes Jahr angehoben, und dann muss ich noch ein paar Jahre trainieren, bis es endlich wieder soweit ist. Ja, jetzt ist das halt natürlich so, dass es bei mir gesundheitlich an sich gut läuft, aber auch nie perfekt. Und so hatte ich dieses Jahr im Juni schon mal eine dreiwöchige Trainingspause, weil ich mir einen Zeh sehr stark entzündet habe und der dann nicht mehr belastet werden durfte. Und die letzten 7 Wochen habe ich mich noch mit einem gebrochenen Mittelfußknochen rumgeschlagen. Das heißt, ich habe anfänglich dann wieder komplett auf Kniebeugen und auf Kreuzheben verzichtet und mich dann auch erstmal wieder rangetastet. Also Bankdrücken, denn ganz ohne Wettkampf dieses Jahr wollte ich auch nicht. Schließlich habe ich schon einen Wettkampf abgesagt wegen des gebrochenen Mittelfußknochens. Und ja, so bin ich jetzt hier. Also natürlich habe ich mich erst auf der Landesmeisterschaft qualifiziert und jetzt bin ich in Greifswald. Ich bin hier tatsächlich auch alleine angereist. Das war nicht so ganz geplant. Üblicherweise ist das nämlich auch so Powerlifting-Wettkämpfen so, dass ein Athlet auch einen Betreuer irgendwie mit dabei hat. Das ist schon sehr hilfreich. Ja, mein Betreuer ist leider Corona-positiv. Der Grund dafür ist, mein Betreuer, also der eigentlich mein Betreuer wäre, das ist mein Freund. Und da ich Corona-positiv war und jetzt seit 4 Tagen erst wieder auf freiem Fuß bin sozusagen, hat das bei ihm leider nicht so schnell geklappt. ja, wie ihr euch vorstellen könnt, ist dann jetzt die Vorbereitung auch nicht so optimal gelaufen. Also während ich noch akut mit Corona zu tun hatte, hatte ich auch echt, ich habe dann auch nicht trainiert oder so. Klar, logisch. Sehr schlecht so direkt vor dem Wettkampf, aber nicht anders zu machen. Ich hatte auch immer wieder Bauchschmerzen und mir war richtig schlecht. Also das berichten wenige, aber ich habe es auch schon von anderen gehört. Entsprechend habe ich auch viel mehr abgenommen, als ich muss, um in meine Gewichtsklasse zu kommen. Das ist auch nicht so gut für die Kraft. Naja, gucken wir mal. Ich muss auch sagen, ich habe noch so ein paar Nachwirkungen von Corona, denn ich habe irgendwie eine sehr stark erhöhte Herzfrequenz.
Ja, einerseits fühle ich mich dann manchmal total aufgekratzt und hibbelig, andererseits fühle ich mich dann gegen Abend manchmal ganz schön erschlagen. Aber naja, wie auch immer, das soll jetzt hier nicht in Jammern ausarten. Fakt ist, ich bin hier alleine. Ich habe ein paar gesundheitliche Sachen gehabt in den letzten Monaten und ich bin gespannt, was das morgen wird. Ziel ist auf jeden Fall, mehr zu drücken als meine Gewichtsklasse, also als das Limit meiner Gewichtsklasse ist. Ich trete an in der bis 63 Kilogramm Klasse und das bedeutet, da man nicht in einzelnen Kiloschritten hochsteigern darf, werde ich 65 Kilo drücken. Das würde dann auch ein persönlicher Rekord für mich sein und das wird mich in Anbetracht aller Umstände schon sehr froh machen. Ja, dann werde ich jetzt noch was essen, mit meinem Freund telefonieren, mit meinem Coach telefonieren und dann schlafen gehen. Denn ich hatte heute Frühschicht und bin seit 4:20 Uhr auf den Beinen. Und das macht sich bemerkbar. Also, gute Nacht. So, moin moin, gleich geht's los. Die Sachen sind gepackt, fast. Als richtig schlechte YouTuberin habe ich natürlich überhaupt gar keine Roomtour gemacht, ne? Ja, ihr könnt ja hier so ein bisschen mal gucken. So, wow, Kameraführung läuft auch. Ja, aber ich habe ehrlich gesagt hier auch gestern überhaupt nichts gekocht. Ich habe einfach nur noch was gegessen, was ich mir eh schon mitgenommen hatte. Heute Morgen genauso den Rest davon gegessen und ja, gleich geht's zur Einwaage. Und dann bin ich mal gespannt, wie das dann so wird. Hab gestern noch mit einer geschrieben, die zwar in einer Gewichtsklasse über mir antritt, aber auch alleine kommt. Und wir werden auch aller Voraussicht nach, wenn sie nicht heute noch was tauschen, im gleichen Flight starten. Sprich, ihr könnt euch das so vorstellen, so quasi relativ nah beieinander. Das heißt, wir werden uns auch vielleicht zusammen aufwärmen können oder so. Das ist ganz gut, dann kenne ich da wenigstens schon eine. Naja, okay. Also, dann sehen wir uns gleich. Bis denn. Okay, ich habe gerade noch mal mit meinem Freund telefoniert. Der hat sich jetzt gerade noch mal testen lassen, weil die Hoffnung bestand, dass er vielleicht dann ganz schnell zum Bahnhof fahren kann und doch noch zumindest irgendwie beim Wettkampf dabei sein kann. Mein Freund ist immer noch positiv, aber okay, wird schon schief gehen. Jetzt mache ich mich aber wirklich auf. Mein Gott, ich bin gerade auf dem Weg zum Bahnhof jetzt und laufe hier schön durch Industriepampa. Oh, und ich bin immer noch so geflasht. Ich bin einfach auf dem zweiten Platz. Also für mich gemeldet für den Wettkampf als bisherige Maximalleistung waren ja die 62,5 von der Landesmeisterschaft. In meiner Gruppe waren zwei andere Starterinnen auch gemeldet. Eine mit 70, eine mit 85 Kilo. Und ich habe so gedacht, okay, hol einfach das Beste für dich raus und mach irgendwie einen erfolgreichen Wettkampf. Vielleicht hilfst du dir einen persönlichen Rekord. Und dann war der erste mit den 60 Kilogramm, den ich ja echt noch leichter gewählt hatte, als ich es ursprünglich vorhatte. So leicht, dass ich 65 gemacht habe.
Und nach dem 65, da dachte ich mir irgendwie so, ja, YOLO, was kann passieren? Wenn du in einem Jahr zurückblickst, wird es dir egal sein, ob du jetzt 67,5 geschafft hast oder 70 gefailt hast. Passt schon, irgendwo bei 67,5 wird schon deine Top-Leistung sein. Ja, 70 auflegen lassen. Boah, Ergebnis habt ihr ja gesehen. Ne? Das ist so geil. Ich bin einfach geflasht halt, ne? Das ist so krass. Also so mit diesem unerwarteten Gewichtsdrop, mit dem gebrochenen Fuß, mit der Corona-Infektion und mit dem suboptimalen Training im Keller, mit dem Failen von 65 Kilo vor 5 Tagen noch, weil es heute so der easy Zweitversuch war. Vielleicht sollte ich einfach aufhören zu reden. Ich fahre jetzt nach Hause. Mein Freund und ich, wir werden das ein bisschen feiern. Oh, ja. Und dann wird entspannt und dann werden demnächst wieder ein paar Muskeln aufgebaut, denn so leicht möchte ich eigentlich gar nicht bleiben. Der ist leider alles unschlagbar. So, ich nochmal, ein letztes Mal für dieses Video. Also, ich wollte mich nochmal melden, um ein paar finale Worte zu verlieren. Ich muss sagen, ich bin immer noch richtig glücklich mit meinem Ergebnis. Ne? Mir ist natürlich klar, dass in der bis 63er Klasse ein Bankdrückversuch von 70 Kilogramm jetzt national gesehen nicht so wirklich zur Spitze gehört und schon gar international betrachtet und schon gar vereinsübergreifend, sportübergreifend betrachtet. Ja, trotzdem bin ich einfach richtig happy. Unter anderem ja halt auch daher, weil ich ja nun so einen gewissen langen gesundheitlichen Hintergrund habe. Ich möchte das jetzt einmal noch kurz aufgreifen, also für alle, die das vielleicht nicht wissen. Ich habe akute intermittierende Porphyrie. Die Diagnosestellung, die hat so lange gedauert, dass ich am ganzen Körper gelähmt gewesen bin. Also daher auch die Narbe durch die Beatmung. Ich hatte auch eine Magensonde. Ja, ich konnte nicht mal die Augen ganz schließen. Ich habe so eine Klappe draufgeklebt bekommen, was halt blöd war, denn ich konnte auch nicht sprechen. Und so war ich dann irgendwie eine Zeit lang echt ziemlich von der Außenwelt abgeschottet. Und das, ja, abgesehen von den ganzen Schmerzen, die ich die Wochen und Monate vorher hatte und alles, war das eine, ja, wenn ich sage, eine unschöne Sache, dann ist das halt noch echt untertrieben. Ich bin da durch, ich bin da raus. Ich habe auch Glück, meine Porphyrie verhält sich relativ ruhig. Ich kann halt auch so weit trainieren. Ich habe so ein paar bleibende Behinderungen, ne, die stören mich aber nicht weiter im Alltag. Und wenn es eine Sache gibt, die ich mir so einfach wünschen könnte, dann wäre das, dass jeder Mensch mit Porphyrie das auch kann. Dass jeder Mensch mit Porphyrie eine Diagnose bekommt, so früh wie das irgendwie möglich ist. Und dass jeder, der quasi schon so schwer betroffen ist oder ich sag mal aus irgendeinem Grund durch ihre Erkrankung im Alltag eingeschränkt ist, dass jeder Mensch da Hilfe bekommt. Die richtige Hilfe, die richtigen Medikamente, aber auch die richtigen Therapien. Ich möchte mit diesem Video zum einen ein bisschen Aufmerksamkeit darauf lenken. Und zum anderen möchte ich aber auch eine Organisation unterstützen. Das ist nämlich das IPPN, das International Porphyria Patient Network, von dem ich auch ein Teil bin. Und das Ziel dieser Organisation ist es, sich weltweit, international, wie der Name schon sagt, für Patienten einzusetzen. Und deshalb möchte ich gerne auch ja, wieder eine Spende an diese Organisation tätigen. Und wie ich das seit letztem Jahr so mache, nehme ich dafür die Wettkämpfe auch als Anlass. Zum Beispiel kann man das dann ja auch an meine Versuche knüpfen. Zum Beispiel, wenn ich 3 Versuche im Wettkampf gültig kriege, könnte man ja 3 Euro spenden. Oder in diesem Fall, wenn ich jetzt 70 Kilogramm gedrückt habe, dann kann man ja auch einfach 70 Cent spenden. Ja, ich werde das dann alles sammeln und am 1. November 2022 weiterleiten. Und falls sich jemand von euch beteiligen möchte und das unterstützen möchte, schaut einmal gerne in die Videobeschreibung. Da ist ein Link zu meinem persönlichen PayPal-Me-Konto. Ein Instagram-Link ist da auch. Da werde ich dann auch nochmal posten, dass quasi die Spende weitergeleitet wurde. Also irgendeinen Beleg werde ich dann dort posten.
damit man das auch zumindest so einigermaßen nachvollziehen kann. Ich denke, ein guter Abschluss ist, dass ich mich einfach, das hätte ich eigentlich schon echt längst tun können im Laufe des Videos, naja. Aber besser spät als nie, ich möchte mich bei allen bedanken, bei jeder einzelnen Person, bei jeder einzelnen Organisation. Ich möchte mich bedanken bei allen, die mich ermutigt haben, die mir geschrieben haben, die mit mir telefoniert haben, die vor Ort da waren und mich angefeuert haben, die sich mit mir ein Rack geteilt haben beim Aufwärmen. Ich möchte vor allem einer ganz bestimmten Person danken. Ich weiß nicht, ob du namentlich genannt werden möchtest, aber ich möchte dir danken, dass du den ganzen Wettkampf von vorne bis hinten nicht nur mit mir, sondern für mich da warst. Das hat so vieles für mich so viel einfacher gemacht. Vielen, vielen Dank auch für das Videomaterial, was du von mir gemacht hast. Dankeschön. Ich möchte mich bedanken bei dem Greifen Power e.V. für das Ausrichten. Und ich bin auch einfach stolz für den Berlin Strength e.V. gestartet sein zu dürfen. Und jetzt bin ich aber wirklich raus. Tschüss.